Moin Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Mythisch Plus. Heute mal wieder im Dungeon Hof der Sterne unterwegs und zwar auf M Plus Stufe 25 mit den Dungeon Modifikatoren verstärkt, anstarrend, stürmisch und donnernd. Folgende Klassen haben wir hier mit dabei in der Gruppe: Schutzpaladin, Vergeltungspaladin, Wiederherstellungsschamane und einen Schurken. Und zu guter Letzt dann noch ich als der gute alte Frostmagier. Auch Schmutzfrostmagier genannt. Der macht wirklich nicht sehr viel DPS. In Highkey ist jetzt nicht so gut. Besser wäre hier natürlich Feuer zu spielen. Aber egal, Frost geht natürlich auch. Auf 25 scheitert es zumindest im Hof der Sterne noch nicht unbedingt an Damage. Und ja, da ist der gute Tauchenschurke. Schöne Kopfnuss hier an der Stelle. Let's go. Können wir vorbeireiten und hochgehen. Und dann chillen wir hier kurz, bis der gute Tank da ist. Da ist er auch schon, da springt er rein. Das ist gut. Und dann geht's hier rein mit der gefrorenen Kugel. Blizzard, Kampfrausch vom wunderbaren Schamanen gezogen. Und der Wächterkonstrukt sollte man hier fokussieren. Die Mana-Säbel aber dann auch finishen. Also die sollen wahrscheinlich höchstens nur einmal springen. Danach kann es gefährlich werden. Und man kann es sogar richtig krass baiten, wenn man Gott Gamer Mages auf Max rein stehen und dann blinken, wenn die quasi im Sprung sind. Und dann bekommt es keiner ab, aber ja, schwierig. Ansonsten ist es auch halt eine Random-Gruppe, ne? Ohne Voice. Man kennt es. Übers Tool einfach zusammengestellt bzw. gefunden. Und es ist halt hier sehr, sehr wichtig, dass man das Wächterkonstrukt schnell tötet und auf jeden Fall den Zauber-Aufladestation unterbrechen, wichtig und richtig. Sonst kann man da Probleme bekommen, weil das Wächterkonstrukt dann seine benachbarten Diener heilt. Das wollen wir ja nicht, weil dann dauert alles länger. Und dann kann es vielleicht hinten raus zum Deplete führen, wenn diese Aufladestation durchkommt und die Gegner heilt. Gut, dann Sepp Markt, please, hat er geschrieben im Chat. Ich habe einfach mal jetzt hier mir gedacht, okay, ich kann auch schieben. Wenn der nicht die Kopfnuss macht, geht auch. Let's go. Hab geschiebt und dann geht er rein. Hier ziehe ich auch mein zweites BL. Kann man, denke ich, machen, ist okay. Und hier natürlich auch wichtig und richtig auf. Ladestation schön unterbrechen. Gut gemacht vom Wiederherstellungsschamanen. Stark, stark, stark. Unterdrücken natürlich auch unterbrechen. Und Verstärkung könnt ihr euch als Magier Zauber rauben. Mache ich jetzt hier tatsächlich nicht. Doch, jetzt habe ich es gemacht. Ein bisschen spät. Hätte man noch einen Ticken schneller machen können. Und ja, schön hier Damage, Damage, Ben, Damage. Ich habe jetzt sehr, sehr viel Damage oder AOE gemacht auf die kleinen Würmer, da Mana-Würmer. Deswegen bin ich jetzt sogar tatsächlich bei 300.000 DPS. Das sieht man selten von einem Frostmagier bei den Poll, würde ich behaupten. Also, ganz guten Job da anscheinend gemacht, was Tastendrücken betrifft. Gut, ansonsten hier schön ballern, ballern, ballern. Keine Aufladestation ist durchgegangen bisher. Das ist sehr, sehr gut, sehr, sehr stark. Der Schutzpaladin ist jetzt da hinten ins Wasser gefallen. Seht ihr vielleicht? Jetzt kommt der frontale Angriff da. Und das habe ich auch gesehen, deswegen habe ich da mal Druckwelle schnell gemacht. Nicht, wenn er da sich treffen lässt und stirbt. Und ja, kleines Desaster. Er muss jetzt über die Brücke wieder zurücklaufen, weil er wohl nicht da hochgesprungen ist. Oder weil ich, vielleicht ging das nicht. Vielleicht war er ein bisschen lost. Kann beides sein. Ist ja auch egal. Weiter geht's. Daran scheitert es auf jeden Fall nicht, an solchen Kleinigkeiten. Aber immer wieder witzig, was da manchmal so passiert. Gut, Arkanes Leuchtfeuer hier mal deaktiviert. Drückt jetzt hier auch der Parlatank an. Hätte er schon vorher weiterlaufen können, weil ich eh, also auf meinem Bildschirm zumindest eher dran war. Egal. Weiter geht's. Mana-Säbler hier wieder. Ich fokussiere den jetzt tatsächlich auch. Mach hier Zeitverschiebung, um mich selbst zu toppen. Und ja, man kann es wie gesagt auch blinzeln, aber da man diesen Debuff auch einfach dispellen kann, bannen kann vom Heiler, kann man das durchaus auch tanken, aber auf richtig hohen Keys, so 28, 29 rum, musst du wahrscheinlich das blinken, sonst stirbst du instant. Oder brauchst halt ein Death-CD vorher. Und ja, gut, nächster Pull. Hier geht's schon ordentlich weiter rein. Schöner Pull hier an der Stelle auch. Wichtig und richtig, hier die Aufladestation zu unterbrechen. Die kommt jetzt gleich sofort. Schön spät hier donnernd geklärt. Und die Aufladestation, holy shit. Da habe ich wirklich letzte Sekunde unterbrochen. Das war ganz, ganz knapp. Und ja, das war wichtig und richtig, sonst wäre die Aufladestation dort safe durchgegangen, wenn ich da nicht unterbrochen hätte. Wieder schöne Unterbrechung vom Schamanen. Sehr, sehr gut. Und bis hierhin, das Ganze ist sehr, sehr clean. BL ist auf CD, ne, beim ersten Pull gezogen, das ist gut. Wir haben ja hier nicht tyrannisch. Und ja, einfach ballern, ballern, ballern. Das ist bis hierhin eine solide Performance
für eine Random-Gruppe nicht großartig was schiefgegangen. Die Kicks sitzen auch einigermaßen. Ein bisschen mehr Damage hätte man jetzt hier vielleicht haben können, weil die leben schon sehr, sehr lange. Und ja, vielleicht hätte ich jetzt auch schon vorlaufen können zum ersten Boss und da die Fiole schon mal vergiften und das ein oder andere Leuchtfeuer noch deaktivieren. Aber ich dachte mir einfach, ich gehe hier für Full DPS und dann ist gut. Jetzt muss man hier noch Donnernd klären. Das ist ein bisschen kritisch, aber alles gut. Ich mache jetzt hier das Gift kurz rein, blinke zurück und ja, dann haben wir hier noch Sachen, die wir deaktivieren müssen. Hat keiner vorher gemacht. Das hätte man schon als Heiler zum Beispiel vorher machen können, während wir dann noch die Gruppe gespielt haben. Ist jetzt minimaler Zeitverlust. Aber ja, passt schon. Gut. Wir haben zwei Leuchtfeuer deaktiviert. Eins lässt man immer aktiv, damit man beim Endboss dann ein verkürztes RP-Event hat. Damit man schneller den Endboss dann angreifen kann in dem Dungeon. Und ja, hier jetzt natürlich wichtig und richtig, hier den Straßenkehrer immer schön ausweichen. Arkane Abriegelung kommt jetzt hier. Da musste springen oder halt Eisblocken. Ich habe jetzt hier geeisblockt. Wäre halt sehr, sehr cool, wenn mir der Paladin jedes Mal Hand der Freiheit geben würde. Segen der Freiheit. Freedom. Aber hat er hier nicht gemacht und dementsprechend verliere ich da auf jeden Fall schon ein bisschen DPS. Und mein Pot benutze ich hier gerade auch nicht. Ich könnte hier potten. Auch interessante Information am Rande. So, arkane Abregelung nochmal hier. Ja, da springe ich jetzt tatsächlich. Wie gesagt, ist ein bisschen nervig. Vor allem als Caster halt. Und ja, als Mage, Frostmage willst du halt Uptime permanent haben. Gut, ich zähle aber jetzt den Import mit der Rune zusammen. Wunderbar, das ist jetzt das Add, was erschienen ist, weil wir ein Leuchtfeuer aktiv gelassen haben. Nicht angeklickt haben, absichtlich. Wie gesagt, für kurzes Event. Am Ende. Und es ist wichtig, dass ihr hier auf jeden Fall behindern unterbrecht. Und das ist auch eigentlich kein Problem. Und vor allem ist es ganz nice, hier kurz so zwei Target-Cleave zu haben. Für den einen oder anderen hier auch eventuell ein Single-Target-DPS-Gain. Und ja, das Behindern sollte man einfach unterbrechen. Man hat hier mehr als genügend Unterbrechungen. 6 an der Zahl. Man muss ja nichts anderes unterbrechen. Also das sollte man hinkriegen. Auch sehr, sehr wichtig, dass ihr das unterbrecht, weil wenn das durchgeht, wird die gesamte Gruppe betäubt und dann kommen Bodenflächen und dann seid ihr tot. Und das wollt ihr nicht. Deswegen unbedingt wirklich auch unterbrechen und wie gesagt, ist kein Problem. Man hat mehr als genug. So, nochmal hier geeisblockt. Wunderbar. Und ansonsten hier einfach ballern, ballern, ballern. Wir sind hier doch gerade bei stabilen 113.000 DPS. Das ist ganz ordentlich. Hier auch nicht zu weit nach links übrigens laufen, da ist ab und zu mal eine Patrouille, die relativ dicht hier manchmal ist. Habe ich auch schon erlebt, dass die Leute da gepullt haben, links. Oder generell hier irgendwo. Man hat ja wirklich nicht so viel Platz. Ist ein bisschen eklig mit dem Dodgen und so. Jetzt muss ich nochmal leider springen. Und unser Vergeltungsverladin ist tatsächlich gestorben. Ich glaube, er ist einfach nicht gesprungen. Und ja, vielleicht hat er nicht damit gerechnet, dass da nochmal die arkane Abriegelung kommt. Das war ein kleines Desaster, aber egal, es geht weiter. Unser Schamane läuft jetzt den normalen Weg durch und währenddessen gehen wir hier zurück und spielen die Gruppe hier unten am Hafen sozusagen. Das macht man einfach, weil das effektiver ist, nicht intensiver. Ist einfach zeitlich gesehen der Play, ist einfach schneller overall. Und ja, jetzt hier leider muss ich nochmal hier schieben, weil da war ein kleines Desaster, aber alles gut. Und es ist halt wichtig, dass hier keiner stirbt, ne? Schön ausweichen, wir haben gerade keinen Heiler hier. Deswegen muss man hier vernünftig unterbrechen, ausweichen, nicht sterben. Sonst ist natürlich Krise, wenn man hier jetzt stirbt. Ja, Verstärkung kann man sich hier wieder Zauberrauben, das ist klar. Für 25% Tempo, das ist ganz gut für den Damage. Und ansonsten hier einfach ballern, ballern, ballern. Magie versiegeln sollte man am besten unterbrechen. Dann diese komische Kugel. Kugel des Einbruchs der Nacht sollte man unterbrechen. Unser Heiler ist tot, das ist normal, weil der hat da geskippt. Glaube ich zumindest, dass es normal ist, der ist gestorben. Und ja, ich schiebe nochmal hier und jetzt ist unser Tank leider währenddessen gestorben. Er hat sich, glaube ich, treffen lassen von einem frontalen Angriff, aber ist okay. Ich kann die ja einigermaßen kiten als Frostmage, die sind auch gut slowbar. Und er ist auch schon da. Also das ist halt das Gute hier bei dem Boy, man kann instant den Geist freilassen und ist sofort wieder da. Das ist ganz gut, so dass man das noch einigermaßen retten kann, wenn man auch stirbt. Aber sollte natürlich nicht passieren. Gut, ansonsten, ihr seht in der DPS tatsächlich alle sehr, sehr gleich auf. Holy shit,
genau gleiche DPS gerade gehabt, kurzzeitig. Alle bei 157.000 oder so. Da sieht man doch mal, eigentlich ist ja WoW gut gebalanced, oder? Guck mal, wir sind gerade alle auf demselben DPS-Niveau gewesen. Alle drei DPS-Spieler bei dem Pull. Das ist doch schön. Ich würde aber behaupten, dass ein Retri wahrscheinlich sogar auch ein Täuschungsstucke da vor mir sein müssten. Weil Frostmagier ist schon nicht so geil im AOE, wobei ja, waren hinten raus, glaube ich, auch nur noch vier Mobs. Ja gut, es geht jetzt hier rein. Wichtel plus Gruppe, das wird böse. Hier muss man alles ready haben. Ein bisschen spät jetzt die gefrorene Kugel rein. Ice Nova, let's go. Schöne Kicks hier, aber schöne Stunts. Mach nochmal hier Drachenodem, falls da irgendwas durchgeht. Da den nochmal schnell unterbrochen. Diese stiebenden Funken, die dürfen auf gar keinen Fall durchgehen. Hab jetzt ja Damage bekommen. Weiß gar nicht genau wovon. Aber gut. Irgendein Auge hat mich da getroffen. Eventuell ist der Cast durchgegangen. Sengendes Starren, das kann sein. Ansonsten, ja, gut gemacht hier. Da hätte man jetzt auch easy wipen können, wenn die Wichtel durchgecastet hätten. Aber hier Glück gehabt, nichts schief gegangen, alles gut gegangen. Und somit haben wir hier schon mal die Seite ordentlich freigeräumt. Er geht direkt rein in den nächsten Big Pull. Dämonenversklavte Vollstreckerin plus 2 dazu. Und dieser Pull ist nicht ohne, weil ihr hier auf jeden Fall hinter die Wand müsst. Die Teufelsdetonation kommt und dann müsst ihr noch diese Zauber unterbrechen, unterbinden, sengendes Starren. Hier habe ich mal unterbrochen. Wunderbar. Und die Schattenmeisterin macht auch Verhexen, sollte man auch im Idealfall unterbrechen. Der Schattenschlag von der Schattenmeisterin sollte man auch noch im Idealfall betäuben, also stunnen. Genauso wie Augensturm, das kommt jetzt hier durch. Schöne Druckwelle an der Stelle. Also spart euch die Druckwelle dafür auf, um den wachsamen Inquisitor daran zu hindern, dass er den Augensturm durchzaubert. Der ist nämlich auch brandgefährlich und daran können vor allem in 25er Kies oder höher Leute dran sterben, wenn der einfach eiskalt den Augensturm durchcastet. Also das muss man permanent unterbinden. Ihr seht es auch, Hammergerechtigkeit ist da draufgegangen gerade. Und das ist einfach wichtig und richtig, dass ihr da immer schön gamed. So, jetzt hier ein kleines Desaster, nicht optimal da gezogen. Aber Glück gehabt, die hatten da noch eine Kante. Ich habe einfach geeisblockt. Brauche ich jetzt eh nicht in naher Zukunft gefühlt. Und ja, immer schön hinter die Wand, ne? Bei Teufelssituationen, wenn das hochgeht, wollt ihr hinter der Wand stehen, damit ihr da keinen Damage bekommt. Jetzt hier leider, das war sehr, sehr unlucky, sehr, sehr bitter auch für die DPS. So, der ist nochmal durchgegangen, das war bitter, der Vergeltungspaladin hat sich davon treffen lassen, schade. Das war einfach schade, wenn ich mich da zum Beispiel vom Storming nicht treffen lassen gehabt hätte, dann wäre der wahrscheinlich auch nicht durchgegangen. So, Schmerzensschrei, ihr seht, holy shit, die Spiegelbilder waren leider zu spät. Also auf Highkeys braucht ihr auf jeden Fall Dev-CDs teilweise, also auf 25 anscheinend noch nicht ganz. Da habe ich es gerade noch so überlebt mit 20%. Aber 80% meiner Gesundheit hat mir das abgezogen ohne alles. Also der Schmerzensschrei, der ist schon nicht so ungefährlich. Auf richtig hohen Keys braucht ihr da wahrscheinlich für jeden einzelnen Schmerzensschrei einen Dev-CD. Auf 25 hier geht's gerade noch so. Aber ja, auf jeden Fall da aufpassen. Ansonsten passiert da zum Glück nicht viel. Ist gefühlt, ja, ich würde sagen, der zweitschwerste Miniboss. Der schwerste ist auf jeden Fall das Auge. Und der leichteste, würde ich sagen, ist dieser komische oder die komische Teufelswache da. Die auch Hexenmeister beschwören können. Oder früher zumindest ein Classic WoW. Die gute alte Teufelswache. Ja, gut. Hier, ballern, ballern, ballern. Schmerzenschrei nochmal hier. Ei, 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 ei. Das macht aua, aua, aua. Aber das ist okay. Wir leben noch 4 Tode bis hierhin. Ich bin zum Glück noch nicht verreckt. Wichtig und richtig, dass man immer auf seine eigene Performance am meisten achtet und nicht stirbt. So, jetzt hier kurz Lost. Wir können noch diese Teile aktivieren. Der Schurke weiß ich, dass er hier die Bazarwaren aktivieren kann. Und ja, wir stellen uns schon so hin. Hier, Brody, hier, klick an. Ich wollte schon fast was schreiben, aber jetzt hat er es endlich gefunden. Das war ein kleines Desaster, also hat keiner gesehen. Ist nur bestimmt ein paar Minuten jetzt draufgegangen ins Nichts, einfach weil wir rumstanden und nichts gemacht haben. Aber ihr seht, das kann man sich halt auch noch in 25er erlauben. Solange man nicht großartig einen Full-Vibe hat, kann man mal hier und da ein kleines Päuschen von 30 Sekunden oder eine Minute haben. Und ist trotzdem noch timable, mit einer guten Route natürlich. Und guter DPS, das ist klar.
Ja, das Auge ist deswegen der schlimmste, würde ich sagen, von den Minibossen wegen seinen Mechaniken. Desintegrationsstrahl muss man immer unterbrechen. Das geht noch, ist nicht so schlimm, aber die drohende Verdammnis, die ist schon ziemlich schlimm, weil die brutal reinhaut. Ein dispelt man meistens immer instant. Und man braucht auf jeden Fall auch Death-CDs dafür, sonst kann man da auch mal ganz schnell sterben. Ähnlich wie mit dem Schmerzensschrei, nur dass es hier halt immer auf zwei Spieler gleichzeitig geht. Also sehr, sehr gefährlich. Und der ist jetzt hier, der Vergeltungsballer, den wäre jetzt fast gestorben an der Explosion. Das ist böse. Und der Desintegrationsstrahl, der kommt schon häufig und man braucht dafür viele, viele unterschiedliche Unterbrechungen. Also jeder in der Gruppe muss schauen, dass er da unterbricht. Ich als Magier gucke natürlich so, dass ich erstmal meine Unterbrechung halte und erst ganz am Ende, wenn keiner mehr eine Unterbrechung ready hat, kicke. Aber das sieht hier gut aus, sie machen einen guten Job. Gute Unterbrechungen. Drohende Verdammnis kommt ja leider nochmal, aber ist okay. Jetzt haben wir nochmal hier alle reingekickt, weil er eh tot war. Und damit haben wir auch das Auge geschafft. Hier auch aufpassen mit der Machtverschiebung, dass man da nicht irgendwie die Patte abholt, aber das hat eh gepasst. Aber trotzdem immer ein bisschen gucken. Hier Nachtschattenerfrischungen. Immer schön anklicken. Das könnt ihr anklicken, wenn ihr Koch seid. Habe ich mal hier gegönnt und das erhöht dann auch eure Ausdauer. Ist sehr, sehr wichtig, auch beim zweiten Boss dann letztendlich. So, das war ein kleines Desaster. Da wäre fast was durchgegangen. Deswegen habe ich da ganz spät Drachenohren gemacht. Aber ich glaube, das haben wir noch gerade so gerettet gehabt mit irgendeinem anderen AOECC. Also hier, ja, das war ein bisschen knapp. Aber ja, ich muss jetzt hier mal schnell die magische Laterne noch aktivieren. Dann machen wir mehr DPS. Ist natürlich jetzt bitter, weil ich muss hier einmal eine Runde laufen. Und ich hatte noch eisige Adern ab. Und jetzt hier, schnell noch die Wand. Und wir haben noch die Gruppe gepult. Und das ist jetzt ein sehr, sehr kritischer Moment im Key, weil diese Dreiergruppe plus die Vollstreckerin dann auch noch immer hinter die Wand zu müssen im richtigen Moment ist ekelhaft. Und ja, der Vergeltungspaladin hat es wieder nicht geschafft, hinter die Wand zu gehen, hat sich treffen lassen. Und ihr müsst hier auch ordentlich unterbrechen, ne? Diese Inquisitor wieder, dann noch die Schattenmeisterin. Jetzt wieder hinter die Wand. Sengendes Starren kommt hier, schnell unterbrechen. Wichtig, Verhexen habe ich unterbrochen, sehr, sehr gut. Und ja, ansonsten, ihr wollt auch zusehen, dass die alle möglichst gleichzeitig sterben, weil wir hier Ballstarring haben. Nochmal schnell hier den Augensturm mit der Druckwelle unterbunden, bevor wir hinter die Wand mussten. Das war auch wichtig. Sonst hätte er wahrscheinlich hier den Augensturm durchgecastet und wir waren halt gerade hinter der Wand und das wäre vielleicht tödlich gewesen. So, jetzt wieder hier schön hinter die Wand. Ich glaube, ein sengendes Starren ist jetzt hier leider durchgegangen. Das war nicht gut. Augensturm kommt. Oh mein Gott, oh, guter Knock. Das war knapp. Und Teufelsdetonation, schnell hinter die Wand wieder. Und der Schurk hat sich, glaube ich, treffen lassen. Oder irgendwas ist noch durchgegangen. Das war ein bisschen, ja, kritisch auf jeden Fall. War knapp. Hätte auch schief gehen können, aber wir haben es geschafft. 89%. Da kommt der nächste Miniboss vorbei. Und auch den blasten wir natürlich weg. Rein geht's in die eisigen Adern. Endpot sogar auch. Weiß ich nicht, ob der so vonnöten ist, aber kann man sicherlich machen. Ich dachte mir einfach, Abfahrt rein da. Ja, hier ist es wichtig. Lasst euch nicht von der Schockwelle treffen. Das ist natürlich hier das Gefährlichste bei den Boy, weil das halt eine One-Shot-Mechanik ist. Vor allem auf 25 und höher. Also da müsst ihr halt immer zusehen, dass er niemals vor dem steht oder so. Jetzt zum Beispiel hier, das ist eine kritische Position von mir. Schnell rausgeblinzelt. Aber dadurch habe ich jetzt auch Damage verloren wegen aus der Rune raus. Das war bitter. Solange ihr immer hinter der Teufelswache steht, dann passiert nichts. Und ja, mittlerweile hat Blizzard auch die Animation größer gemacht. Die war sehr, sehr lange nicht gut zu sehen, wie weit die Schockwelle wirklich geht. Mittlerweile ist es aber besser sichtbar und die geht wirklich weit. Also ist wirklich ein frontaler, kegelförmiger Angriff, der one-shottet. Immer schön ausweichen, wichtig und richtig, aber das können wir. Und jetzt nochmal Donnernd kommt rein, schön ausnutzen für die maximale DPS bis zum Ende. 5, 4, 3, 2. So, Schockwelle kam ja nochmal, da war einfach, ja, meine Position sehr, sehr gefährlich, deswegen habe ich da letzte Sekunde weggeblinzelt, ich wollte nichts riskieren. Ja, wir brauchen aber immer noch eine Gruppe, also anscheinend spielen wir hier die. Das ist ein bisschen wilder Pull, mit dem habe ich auch gar nicht gerechnet hier. Hier auch gefährlich, ne? Die Wichtel dürfen nichts durchcasten, sonst Krise. Und ansonsten einfach ballern, ballern, ballern. Augensturm kommt jetzt hier. Schöner Hammer der Gerechtigkeit, aber Druckwelle wäre auch da gewesen. Alles gut, wir fokussieren jetzt hier den Inquisitor, hätte ich schon früher machen können.
Habe jetzt hier Damage bekommen, keine Ahnung wovon. Das ist mir ein kleines Rätsel und ja, ansonsten hier ballern, ballern, ballern. Damage, Damage, Damage und dann haben wir auch schon genügend Prozente. Ja, 96% glaube ich sogar ein bisschen zu viel. Aber ist okay, besser zu viel als zu wenig. Und wir haben jetzt noch gute 9 Minuten für 2 Bosse und den einen Miniboss. Und ja, dementsprechend, was natürlich jetzt ein bisschen bitter wieder ist. Ihr seht es auch schon, deswegen bin ich ungeduldig und fange direkt an zu casten, weil meine eisigen Adern noch laufen. Aber die sind jetzt leider abgelaufen, jetzt habe ich für 50 Sekunden keine eisigen Adern. Das ist ein massives Desaster für die Boss-DPS jetzt. Das sollte nicht passieren, aber es passiert mir immer mal wieder. Weil es einfach, ja, schwierig ist manchmal mit dem Puls. Ja, egal. Ja, die Wichtel hier, ich mache gar keinen Damage gefühlt, aber die sterben trotzdem natürlich weg. Zum Glück ist es nicht tyrannisch. Wenn es jetzt tyrannisch gewesen wäre, wäre wahrscheinlich noch schlimmer. Aber wir haben einen Retri-Paladin und, ja, die ballern hier schon alle gute DPS. So, jetzt hier schön blinzeln, Blizzard da rein. Und ihr wollt halt zu jeder Ad-Welle eine Kugel haben. Gefrorene Kugel, Eisnova, Blizzard. Machtverschiebung vielleicht noch. Ja, und dann passt das ein. Vielleicht war es sogar ganz gut, dass ich zum Pull alles hatte, weil jetzt ich bei den zweiten Wichteln dafür gefühlt alles hatte. Und jetzt bei den nächsten Wichteln hat vielleicht wieder der Paladin ein bisschen was. Also das ist ja auch gar nicht so schlecht, wenn der eine dort CDs reinzieht, der andere dort. So, Eisnova und hier geht's einfach rein. Ihr wollt die ganze Zeit einen Boss im Target haben und vom Boss runterkleben auf die Wichtel. Das sollte, denke ich, klar sein. Und ansonsten ist noch sehr, sehr wichtig, dass ihr die verdorrende Seele vom Boss unterbrecht. Und von den Wichteln selbst dürfen natürlich keine Zauber durchgehen. Also kein einziger Feuerblitz. Kein einziger dieser andere Cast. Und hier zum Beispiel, holy shit, die Wichtel sind komplett geplatzt. Aber auch ein bisschen jetzt hier Probleme mit der Heilung. Also ich war schon ziemlich low HP teilweise. Die Zeitverschiebung war jetzt auch nicht so optimal gedrückt. Und ja, aber das passt. Verdorrende Seele nochmal unterbrochen. Höllische Eruption nochmal. Ihr wollt auch immer, wenn die höllische Eruption castet, also davor, euch hier ineinander stellen. Denn da kommen ja so rote Bodenflächen dann raus. Und aus diesen roten Bodenflächen, die jeder Spieler, also Spielerposition halt hinterlässt, muss man halt dementsprechend stacken, damit die Ads einfach, die Wichtel, immer schön aufeinander stehen für die maximale DPS. Ja gut, ich habe jetzt hier leider übrigens noch nicht gehabt, diese komische Court of Stars oder Hof der Sterne Schummelwig-Aura. Deswegen dachte ich so ein bisschen, ja, die machen das, die haben das bestimmt, aber hier leuchtet schon das Schild auf, wir haben auch einen Paladin dabei und der hat schon hier den Spion gefunden, das ist gut. Und dann geht's da gleich rein in den Miniboss. Hier auch Glück gehabt, ne, schön, dass der Obenstande direkt hier lang läuft. Das ist optimal, hier kann man ein bisschen schlechtes RNG haben, zum Beispiel wenn da ja unten ist der Spion, dann läuft er ja länger nach oben, nach links oder rechts. Und dann hat man einen größeren Zeitverlust. Also hier spielt auch so ein bisschen Glück rein, wo der Spion halt ist. In dem jeweiligen Run. Das ist ja nicht gescriptet, immer der gleiche. Und das ist natürlich ein bisschen schade. Dann einen richtig hohen Keys, wenn es so auf Kleinigkeiten ankommt. Und man deswegen dann vielleicht einen Key depletet, weil der Spion unten stand und so lange läuft. Aber ja, das geht schon. Ist dann halt so, muss man halt mitarbeiten und vorher mehr DPS machen. Gut, ansonsten hier einfach ballern, ballern, ballern. Dieser Miniboss ist aber nicht zu unterschätzen, weil der mir verstärkt aktiv und es gibt auch Leute, die hier Blatt lasten. Weiß ich gar nicht, ob wir jetzt hier gelastet haben. Ich glaube nicht. Ansonsten diese komischen Hypnosesegler sind natürlich ekelhaft. Die casten immer Hypnose auf euch. Die wollen euch hypnotisieren und dann seid ihr letztendlich eigentlich mind-controlled und ihr sterbt dann einfach, wenn das durchgecastet wird. Also immer schön betäuben, Drachenodem geht auch, Druckwelle geht glaube ich nicht, also ihr als Magier habt nur Drachenodem eigentlich. Deswegen sollten die anderen Spieler in eurer Gruppe auf jeden Fall ihre Betäubungen benutzen, damit das nicht durchkommt. Das ist der Klassiker, wichtig, Nierenhieb jetzt hier an der Stelle benutzt, wunderbar. Schattenblitzsalve ist immer gefährlich, da einen Death-CD ziehen. Und ansonsten einfach ballern, ballern, ballern. Ich drücke jetzt hier nochmal eisige Adern. Ob das der Play war, weiß ich nicht. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber ob ich das jetzt nochmal resettet bekomme, ist kritisch. Aber wenn ich es nicht gedrückt hätte, hätte dieser Boss hier noch, Miniboss, noch unnötig lange gelebt. War halt unlucky timing. Schöne Zeitverschiebung hier, um mich nach der Schattenmützsalve wieder hoch zu toppen. Und ansonsten nochmal schöner Nierenhieb hier auf den Hypnosesegler. Ich
gehe jetzt hier sogar auf den noch drauf, weil ich versuche, meinen eisigen Adernschlag zu resetten, aber ja, das ist ein bisschen schlecht jetzt hier. Die laufen noch 17 Sekunden, jetzt haben wir halt Downtime. Und ich habe dann noch 2 Minuten Cooldown. Bin sogar jetzt hier auch der Erste beim Tor, der das hier öffnet. Eigentlich hätte der Healer schon längst vorher loslaufen können. Ja, und wir haben auch nur noch 4 Minuten, also optimal war jetzt der Run nicht unbedingt. Ein paar Kleinigkeiten, die schiefgelaufen sind. Und ja, ich mache jetzt hier sogar die Machtverschiebung, einfach um eisige Adern CD zu drücken. Aber jetzt immer noch gute 50 Sekunden. Das ist nicht optimal, aber ist okay. Ist ja nicht 28. Und da sind solche Kleinigkeiten noch verzeihbar zum Glück. Gut. Ansonsten hier ballern. Ich bin jetzt sogar auch anscheinend derjenige, der baitet. Im Idealfall würdest du eigentlich als Magier, also finde ich persönlich zumindest. Und das war komisch, dass jetzt nicht auf mich gegangen ist, weil ich eigentlich ganz klar am weitesten weg vom Boss stande. Aber ja. Als Magier wäre es halt ganz cool, wenn man am Boss steht und jetzt stand ich zum Beispiel auch irgendwo. Ja, das ist halt so ein Kackboss wieder. Ich hasse diesen Boss als Mage. Weil die Klingenwoge ist genauso groß wie deine Rune ungefähr. Und deswegen würde ich das ungerne baiten. Am besten wäre es halt, wenn das der Heiler baitet. Und deswegen stelle ich mich jetzt hier so ein bisschen irgendwo. Also ich stelle mich hier gerade echt irgendwo hin. Ich baite das gerade irgendwo. Im Idealfall baitet man das ineinander. Aber wenn ich das mache, dann muss ich so viele kleine Zwischenschritte machen, dass ich nicht casten kann. Und dann verliere ich so viel DPS. Und deswegen spiele ich gerade echt so richtig YOLO. Ich stelle mich einfach dahin, wo es mir gerade passt, um einfach maximal DPS zu fahren. Und ja, wenn man mal ehrlich ist, kann man ja auch theoretisch das überall ausweichen. Ne? Auch hier wieder muss man halt einfach gucken, wo diese Spiegelbilder sind und dann dort nicht in der Nähe stehen. Dann hier einfach ausweichen. Ist natürlich viel verlangt von der Gruppe, dass die jetzt hier Gottausweicher sind. Und man es denen halt schwerer macht, als es eigentlich ist. Aber ja, ne? Muss dann halt so sein. Muss hier halt mal DPS richtig machen. Und, aber trotzdem, 85.000 DPS ist auch nicht so gut, weil ich habe schon sehr viel DPS verloren. An Kleinigkeiten. Und richtig gute DPS ist das hier leider nicht, aber ja, ausreichend für 25er Hof der Sterne. Nochmal hier gebaitet. Wie gesagt, ich baite irgendwo im Nirgendwo. Im Idealfall baitest du es immer ineinander, aber ich bin halt kein BM-Hunter. Da kann man das easy machen. Da hat man ja keine Rune und muss nicht großartig casten. Da kann man einfach seine gesamte Rota im Laufen zaubern. Und das ist halt die Schwierigkeit, wenn man Magier spielt. Ne? Da musst du halt casten permanent, um guten Schaden zu machen. Aber alles gut. Boss hat noch hier 8% Gesundheit und der ist so gut wie geschafft. Die sind alle gut ausgewichen. Gut gespielt, muss man sagen. Nochmal hier der AOE-Effekt. Da einmal Dev-CDs ziehen, das ist klar. Nicht in der Nähe von Spiegelbildern stehen, damit ihr nicht so viel Schaden bekommt. Und ja, 84.000 DPS beim Endboss gemacht und 104.000 Overall DPS sogar hier auf dem ersten Platz gewesen als Frostmagier. Das ist eine Seltenheit bei mir zumindest. Und ja, wenn es euch gefallen oder geholfen hat, gerne noch ein Like da lassen. Wenn ich da nicht, bedankt fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Ciao, ciao.